Ich habe gefunden, wenn du liegst, musst du wieder aufstehen und weiter schauen. Vor dem Unfall war ich selbstständiger Maler. Und in meiner Freizeit war ich gerne natürlich mit meinem Töff unterwegs und bin auch sehr gerne in die Berge Skifahren. An diesem Freitagabend bin ich heimgefahren. Dann hatte ich vor mir noch ein Auto, das war eine Fahrlehrerin mit der Mutter. Die habe ich noch überholt. Und weit weg von mir war noch ein Auto. Und das ist gleich wie nächstes von mir zugekommen. Und plötzlich in der leichten Kurve ist er einfach geradeaus gefahren in mich rein. Und er hat am Radio rumgerübelt. Und es war abgelenkt und so wegen dem auf meine Seite rübergekommen. Ich bin mit dem Fuss beim Radkasten geblieben hängen. Dort hat es mir das Bein abgeleiert. Ich habe noch dreimal den Oberschenkel gebrochen. Und bei so nach dem Auto, mein Arm ist über die Motorhaube rüber. Und dann oben bei der Asyl hat es mir den abgeklebt. Dann war ich sofort bewusstlos. Ein bisschen später bin ich erwacht und habe Stimmen gehört. Ich wusste, etwas ist passiert. Ich habe nicht genau gewusst, was. Es hat mir einfach Höllenschmerzen gehabt. Die ganze linke Seite brennt. Und dann intuitiv habe ich angefangen zu spüren, ob ich jetzt gelähmt bin. Ich habe angefangen, die Zehen bewegen. Ich habe meine Hände angefangen bewegen. Die Augen, alles hat funktioniert. Einfach links hat es einfach brennt. Und dann konnte ich auch nichts reden, weil ich auch den Kehlkopf gebrochen hatte. Ich konnte ihnen nichts sagen, meinen Helfer. Und dann kam das Krankenauto und hat mir eine Infusion gesteckt, weil ich dann wieder bewusstlos war. Dann kam die Rega und hat mich dann in die Insel geflogen. Und dann bin ich dort operiert worden, das Team oben, das Team unten. Am nächsten Tag bin ich erwacht. Und dann haben sie mir gesagt, er hatte einen Töffunfall, er hat links Fuß verloren plus den linken Arm. Und dann ist schon die Welt für mich zusammengefallen, weil ich nicht so wusste, wie das weitergeht. Und dann war ich noch einen Monat dort in der Insel. Und dann nach einem Monat bin ich dann auf die Reha-Klinik Belliken gekommen. Und dort war ich 17 Monate bin ich dort, im Gesamten. Als ich aus der Reha-Klinik entlassen wurde, habe ich eine Orthopädie-Technik gesucht, in der Nähe von mir. Da bin ich beim Orthoteam Matle in Solothurn fündig geworden. Zu denen hatte ich von Anfang an das Vertrauen gehabt und bin sehr gut betreut worden. Dank meiner elektronischen Prothese kann ich wieder Sachen machen, die eigentlich für jeden gesunden Menschen im Alltag selbstverständlich sind. Am Anfang habe ich gemeint, es gehe nicht mehr. Ich kann nicht mehr auf meinem Job arbeiten. Aber jetzt habe ich etwas gefunden, wo ich wieder Freude daran habe, dass ich wieder gerne arbeiten kann. Jetzt mache ich eine Ausbildung zum Fahrlehrer. Und in meiner Freizeit kann ich jetzt reisen mit dem Wohnmobil, mit meiner Frau und mache noch zusätzlich Motorradprüfe. Jetzt habe ich wieder Freude im Leben und schaue positiv in die Zukunft.